In der Coronavirenkrise wird die Lage jetzt eventuell hoffentlich besser teilweise, aber für Anleger drohen jetzt schon wieder neue Gefahren. Unter anderem, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder zuspitzt, dass er zurückkommt in verschärfter Form. Das klingt absurd, das klingt fast wie wirtschaftlicher Selbstmord in unseren Zeiten, aber dennoch ist es möglich und sogar sehr wahrscheinlich. Und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Sie erinnern sich an die vielen Handelskonflikte, mit denen die Trump-Regierung die Welt gewissermaßen überzogen hat, vor einiger Zeit. Jetzt in der Coronavirenkrise, da denkt man an sowas vielleicht gar nicht mehr so oft. Und der eine oder andere sagt sich sicherlich auch, naja, die Sorgen, die wir damals gehabt haben, die hätte ich heute gerne wieder. Weil im Vergleich zu den Sorgen, die wir heute haben, ist das ja nichts. Aber trotzdem, also vor allem dieser Handelskonflikt zwischen den USA und China, das war ja ein sehr ernstes Thema. Das hat auch die Weltwirtschaft stark belastet und es hat auch die Börsen ja dominiert, fast 2 Jahre lang. Und dieser Handelskonflikt, der kann jetzt zurückkommen und zwar vielleicht sogar nochmal in verschärfter Form. Nochmal so ein Handelskonflikt in der jetzigen wirtschaftlichen Lage mit 33 Millionen neuen Arbeitslosen in den USA, das klingt völlig absurd und wahnsinnig, aber es ist trotzdem denkbar. Denn in den USA sind Wahlen im November und die will Donald Trump natürlich gewinnen. Wie macht man das? Wirtschaft liegt am Boden, Einwanderung ist jetzt auch nicht mehr das große Thema, es kann ja sowieso zurzeit keiner rein und raus. Und in der Corona-Epidemie macht Donald Trump jetzt auch nicht so richtig die gute Figur. Aber es gibt ein großes Thema, das eben sehr populär ist in den USA und das ist das China-Thema. Trump ist im Handelskonflikt hart gegen China vorgegangen und viele Amerikaner finden dieses Vorgehen nach wie vor gut und richtig, trotz des wirtschaftlichen Schadens. Und es ist der Trump-Regierung eben auch gelungen in den letzten Jahren, dass sie von China im Grunde so ein richtiges Zerrbild auch aufgebaut haben. Also China stiehlt grundsätzlich Technologie, ausländische Unternehmen haben keinen Marktzugang in China und alle werden von China immer übervorteilt und so weiter. Und man kann an China sicherlich vieles bemängeln, das ist schon klar, aber das, was da natürlich in den letzten Jahren permanent verbreitet worden ist, das stimmt natürlich so nicht und es stimmt auch immer weniger. Aber jetzt in der Coronavirenkrise ist das China-Thema im Wahlkampf sowieso alternativlos. Die USA haben weltweit die meisten Infizierten und die meisten Toten. Die Umfragewerte bröckeln momentan und der einzige Ausweg, der sich da jetzt wirklich anbietet, ist der, dass man diese Krise eben China anlastet, also auch im moralischen Sinn. China ist sozusagen schuld an der Krise, die USA sind das Opfer. Und das ist auch wirklich die offizielle Regierungspolitik. Donald Trump hat auch schon angekündigt, dass es das Konsequenzen haben wird vor China. Und vor einer Woche hat er auch laut darüber nachgedacht, dass es jetzt ultimative Strafen für China geben wird, was wahrscheinlich heißt, noch höhere Strafzölle, das als Androhung oder auch tatsächlich und noch mehr Eskalation. Und es ist außerdem auch ein Wahlkampfstrategiepapier aufgetaucht, neulich vom Republikanischen Senatskomitee. Und auch da sieht man ganz klar, wohin die Reise da jetzt geht im Wahlkampf. Nämlich, es wird argumentiert oder es soll argumentiert werden, China ist schuld an der Pandemie, China hat Schutzmaterial gehortet in der Krise. Völlig abwegiger Vorwurf. Aber wir, die Republikaner, wir kämpfen jetzt gegen China, wir sind für Sanktionen und wir bringen die amerikanischen Jobs aus China wieder zurück. Also völlig unverkennbar, Handelskonflikt und Strafzölle, dieses Thema soll wieder hochgezogen werden, wahrscheinlich sogar in großem Stil. Und in dem Zusammenhang mit Thema Handelskonflikt, hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal auf YouTube nächste Woche, da geht es dann um ein anderes asiatisches Land,
Das ist ein Land, das eins der höchsten Wachstumsraten weltweit hat, das wahrscheinlich eben auch auf lange Sicht ein Profiteur dieses Handelskonflikts sein kann. Und es schlägt sich außerdem sehr gut momentan in der Corona-Epidemie. Es hat keinen einzigen gemeldeten Toten und es ist nicht Nordkorea. Was diesem Land auch keiner zugetraut hätte, nebenbei. Also nicht verpassen, nächstes Video, am besten Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren gleich und wenn Sie das tun, dann immer auch gleich auf das Symbol mit der Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigungsfunktion. Dadurch bekommen Sie Bescheid, wenn neue Videos da sind, wenn ein neuer Beitrag da ist. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn wir hier uns in Zukunft uns öfter sehen würden. Was es den Wahlkampf betrifft in den USA und den Handelskonflikt. Man könnte natürlich hoffen, naja, vielleicht ist der Spuk irgendwann nächstes Jahr dann eben doch vorbei, weil Donald Trump ja die Wahl möglicherweise verliert und dann könnte sich das Ganze wieder beruhigen. Sieht aber momentan auch nicht so aus. Der Gegenkandidat von den Demokraten, das ist Joe Biden. Und der hat einen Werbespot gebracht, da wirft er Donald Trump vor, dass er China im Januar oder Februar ein paar Mal gelobt hat auch. Und dass Donald Trump sowieso gegenüber China viel zu gutgläubig ist und viel zu weich gegen China vorgeht. Also Joe Biden versucht Donald Trump, was Härte gegenüber China betrifft, jetzt sogar noch zu überholen. Und das zeigt uns drei Dinge, nämlich erstens, die Stimmung gegenüber China in den USA ist absolut feindselig. Dann als zweites, es gibt kein politisches Lager mehr, das noch eine moderate Haltung vertreten würde gegenüber China. Und es zeigt uns drittens, wie verlogen das Ganze natürlich auch ist. Joe Biden war ja 8 Jahre lang Vizepräsident unter Barack Obama. Barack Obama hat eine gemäßigte China-Politik verfolgt, kann man sagen. Und die hat Joe Biden ja auch mitgetragen, 8 Jahre lang. Aber auch Joe Biden glaubt jetzt eben offensichtlich, dass man gegen China so hart auftreten muss, wie es nur irgendwie geht. Ich glaube trotzdem, für die internationalen Beziehungen wäre es besser, wenn Joe Biden der nächste Präsident werden würde, weil er wenigstens noch aus einer anderen politischen Kultur kommt, als die, die wir in den letzten Jahren gehabt haben in den USA. Es war ja schon auch so, dass auch die Obama-Regierung durchaus ihre Interessen gegenüber China immer artikuliert hat. Es hat auch da Strafzölle gegeben, zum Beispiel im Stahlsektor, im Solarsektor, wenn man sich unfair behandelt, vorgekommen ist. Es war aber trotzdem eine ganz andere Art von Politik. Also es war eben keine Politik, die von vornherein darauf angelegt war, dass man den Gegenüber, also China, komplett brüskiert und dass man auch von vornherein bei dem anderen so viel Schaden anrichtet wie nur irgend möglich. Und darum glaube ich wirklich, für die globale Weltwirtschaft wäre es besser, wenn dieses Jahr der demokratische Kandidat gewinnt, der Kandidat von der Demokratischen Partei. Hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal sagen würde, aber ist wohl so. Es gibt aber auch hier bei uns viele Leute, die sagen, also Donald Trump ist ja irgendwie blöd und so, aber eins hat mir immer gefallen, dass er China so hart anpackt. Was ist davon zu halten und um was geht's in dieser Sache noch? Der Handelskonflikt, der hat uns ja alle auch darum immer so verunsichert, weil wir das Gefühl gehabt haben, das ist ein Konflikt, der tiefer geht. Es geht ja um die zwei großen Supermächte auf der Welt, die wir noch haben, und um Dominanz auch. Und Tatsache ist natürlich, dass China immer stärker gewachsen ist und immer wichtiger geworden ist. Und China ist ein völlig anderes System. China ist eine Diktatur. Und das ist ein Problem. Aber kann man sich oft wirklich auf den Standpunkt stellen, dass es grundsätzlich nicht hinnehmbar ist und grundsätzlich verhindert werden muss, dass so ein fremdes und komplett anderes Land, als wir es sind, die westliche Dominanz und vermeintliche Überlegenheit jetzt in Frage stellt? Es geht nämlich meiner Meinung nach schon auch um dieses westliche Überlegenheitsgefühl. Das ist in uns allen verankert. Und wenn das herausgefordert wird von jemandem, das mögen wir gar nicht. Das ist ein Buch von 1972, Die japanische Herausforderung von Hakan Hedberg. Ist noch nicht mal ein schlechtes Buch.
1972 habe ich die geopolitische Lage noch nicht groß verfolgt. Da habe ich gerade versucht, laufen zu lernen, mich auf dem Bein zu halten. Asien war für mich auch später nicht besonders relevant, erstmal, außer dass von da die Feuerwerkskörper gekommen sind. Also China, Böller, kubische Kanonenschläge, das ist richtig gute Zeug. Das kam aus Asien, das haben wir gewusst. Aber irgendwann habe auch ich natürlich mal mitgekriegt, also dass Japan zum Beispiel ein ganz großes Thema war. Also die 70er, 80er Jahre, die haben viele Themen gehabt, aber ein durchgehendes Thema in dieser Zeit war eben die japanische Herausforderung. Das war nicht viel anders, als es heute mit China ist. Also man hat auf der einen Seite Angst gehabt, dass Japan uns überholt, dass Japan uns überrollt und uns alles wegnimmt. Und auf der anderen Seite wollte man Japan aber doch nicht so ganz für voll nehmen. Also das und ihnen auch nicht zugestehen, dass sie uns ebenbürtig sind oder sowas. Man hat auch immer wieder gesagt damals, ich weiß es noch sehr gut, ja, die klauen uns ja auch immer alles. Und der Wettbewerb ist ja auch total unfair, weil die ja auch ein anderes Wirtschaftssystem haben und so weiter. Und es gab damals auch schon so Umfragen, wo man die Leute gefragt hat, was ist ihnen lieber, wenn die deutsche Wirtschaft um 5% wächst und die japanische um 10% oder wenn beide Volkswirtschaften gar nicht wachsen. Und die meisten fanden das Zweite besser. Also lieber geht's allen schlechter, bevor es den Japanern besser geht als uns. Inzwischen hat auch Japan seine Krise gehabt. Japan ist heute immer noch relativ reich, aber irgendwie können wir mit Japan mittlerweile leben. Jetzt kommt aber China. China ist natürlich auch ein ganz anderes Kaliber, allein schon von der Größe her. Japan hat 125 Millionen Einwohner, China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Und es wird immer stärker und das gefällt nicht jedem. Aber wie gesagt, wenn es nun mal so ist, dass China stärker wird, ist es wirklich gerechtfertigt, deshalb zu sagen, das ist nicht hinnehmbar und das muss um jeden Preis verhindert werden. Ich will keinem zu nahe treten, aber ich glaube, viele von uns oder die meisten von uns, wir alle leben irgendwie noch so in unserem alten Idyll, in unserer alten Vorstellung aus den 50er Jahren. Der westliche Mensch, das ist der Einzige, der Waschmaschinen bauen kann, der Autos bauen kann, damit beglücken wir die Welt. Und wenn die anderen auch Autos und Waschmaschinen brauchen, so mehr oder weniger, dann müssen sie eben für uns Kaffee pflücken und dafür kriegen sie einen Dollar im Jahr. Oder irgendwie so. Das ist aber vorbei, ein für alle Mal vorbei und das ist gut so. Das hat aber zur Folge natürlich, dass die anderen eben auch Autos und Waschmaschinen und noch viel mehr bauen können. Dass sie uns natürlich auch genau in diesen Bereichen angreifen, auf denen unser Wohlstand fußt. Das sind natürlich die Bereiche, in die diese Länder expandieren wollen. Nicht nur China, sondern alle anderen aufstrebenden Länder auch. Also die Wertschöpfungskette hochklettern. Und die holen da auf, die holen uns in vielen Bereichen auch ein. Der Wettbewerb wird also härter. Das kann man auch beklagen. Bis jetzt hat uns der Handel mit China aber nicht unbedingt ärmer gemacht, eher im Gegenteil. Und ich bin mir auch sicher, der Preis, den wir zahlen müssten dafür, dass wir eine dauerhafte Konfrontation hätten zwischen China und dem Westen, der wäre viel höher und zwar in jeder Hinsicht, als wenn man versuchen würde, da einfach irgendwie wieder zusammenzuarbeiten, auf den grünen Zweig zu kommen. Und wenn ich solche Beiträge hier sehe, wie neulich Gabor Steingart auf Focus Online, Gabor Steingart früher mal Herausgeber vom Handelsblatt unter anderem, China zettelt Dritten Weltkrieg ohne Rauch an. Also es greift sozusagen heimlich nach der Weltwirtschaft, weil es sich an Kohleminen beteiligt in Afrika und weil Tencent Anteile an Spotify hält. Das sind die Argumente. Dann kann ich nur sagen, jetzt wird es langsam auch ein bisschen albern und man kann es auch übertreiben. China macht damit auch nur das, was die westlichen Länder schon immer gemacht haben. Die investieren im Ausland und gewinnen dadurch auch an Einfluss. Aber klar, wenn China sowas macht, dann geht es natürlich immer gleich um die Weltherrschaft. Wenn deutsches Unternehmen das macht, dann ist es ganz okay und sehr begrüßenswert. Klar, wenn jetzt Bayer Monsanto kauft, dann
wissen wir natürlich glücklicherweise, dass es nicht der deutsche Griff nach der Weltwirtschaft ist, eher vielleicht der deutsche Griff ins Klo. Aber wie auch immer, also wenn Sie jetzt trotzdem der Meinung sind und sich auch davor fürchten, dass China uns über den Kopf wächst, dass China uns überrollen würde, mit allen Mitteln auf eine dramatische und gefährliche Weise auch, dann tun Sie einfach das, wozu ich Sie hier ja schon immer versucht zu motivieren auch. Kaufen Sie sich einfach ein paar chinesische Aktien, dann sind Sie in der Hinsicht schon mal auf der richtigen Seite. Und morgen gibt es zum Beispiel wieder unseren Zukunftsmärkte-Report auch. Thema ist diesmal chinesische Autoaktien, also BYD, Geely und so weiter, was es da eben alles so gibt an börsennotierten Autounternehmen in China. Der Sektor hat auch seine Probleme gehabt natürlich, aber es ist einer der Sektoren in China, die zumindest von einem Handelskonflikt relativ gut abgeschirmt werden. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind natürlich gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also nutzen Sie die Reports von uns einfach auch zur kostenlosen Information und Beeilung, wie gesagt, weil der Autosektor-Report, der geht eben morgen schon raus. So oder so, das Thema Handelskonflikt, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es wiederkommt. Es wird uns sehr beschäftigen. Wir müssen das beobachten, wir müssen uns darauf einrichten, wir müssen da dranbleiben. Bleiben auch Sie dran, am besten zusammen mit uns. Wir sehen uns wieder nächste Woche spätestens, wenn Sie wollen. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen. Bleiben Sie gesund. Dankeschön fürs Zuschauen.